Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angespielt. Jo, und ich spiele gleich eine weitere Moorhuhn-Version. Und zwar den Moorhuhn-Remake. Da oben ist ein Schank falsch geladen. Und ich verstehe mich selber nicht. Das ist schrecklich. Das finde ich bei den alten Moorhuhn-Versionen echt grauenhaft, dass man sich selbst kaum versteht, wenn man dabei redet, weil man die Sounds nicht regulieren kann. Also, nicht wundern, falls diese Aufnahme etwas zu leise von meiner Qualität ist. Und ich, ja. Aber ich muss sagen, mir macht die Moorhuhn-Reihe echt Spaß. Und deshalb werde ich die auch durchspielen, sozusagen. Oder genauer gesagt, euch alle vorstellen, das ist jetzt Moorhuhn Remake. Also Moorhuhn Remake. Yo, weil grundsätzlich mag ich diese Reihe sehr gerne, nur es ist, die alten Versionen sind noch etwas nervig mit, naja, diesen unregulierbaren Sounds, denn ich verstehe mich selber nicht, das ist schrecklich, aber wenn man selber nicht weiß, was man redet, ist das nie so toll. Aber die Punktzahl ist ganz ansehnlich und deshalb werde ich es mal noch durchgehen lassen. Juhu! Und wir sind immer noch hinter der Helena, aber vor dem Gerhard. Juhu! Ja, und damit werden wir wieder im Hauptmenü. Das ist jetzt von 2005 und damit der Nachfolger von Moorhuhn 2. Glaube ich. Könnt ihr euch nochmal den Highscore angucken. Erster ist der gute Frank mit 1000 Punkten. Zweiter ist die Helena mit 800 Punkten. Dritter ist der Orkinus mit 635 Punkten. Und der vierte ist der Gerhard mit 600 Punkten. Fünfter ist auch wieder der Orkinus. Der scheint ja ein echter Suchti zu sein, wenn er zweimal in den Highscore verzeichnet ist mit 570 Punkten. Und dann kommt der Michael mit 400 Punkten, danach die Marie mit 300 Punkten und dann der Robin mit 200 Punkten. Alles wunderbare Werte. Ja, und das hier ist die Version 1.0, die wir hier spielen. Und die Mucke geht echt ab. Das ist der Hammer. Und hier ist wieder dieser Ladefehler. Ich weiß nicht, warum der immer da ist. Aber das kann mir auch gänzlich egal sein. Wow, ich habe da mal daneben geschossen. Das ist vorher noch nie passiert. Was passiert eigentlich? Schade. Kürbis kann man nicht abschießen. Manchmal schieße ich richtig gut und manchmal richtig schlecht. Ich weiß auch nicht, was mit mir da manchmal los ist. Aber das, muss ich sagen, ist die Sorte Ego-Shooter, die so richtig Spaß macht. Für alle Leute, die nicht wissen, warum ich das einen Ego-Shooter nenne, ganz einfach, weil es einer ist. Man schießt aus der Perspektive einer Person. Man hat das Sichtfeld von sich selbst praktisch. Oder des Charakters. Man hat exakt dasselbe Sichtfeld. Und man schießt um sich, sozusagen. Nur, dass man eben auf fliegende Hühner schießt und nicht auf Menschen oder Zombies. Yo, und hier nochmal 25 Punkte und da nochmal 5 Punkte und hier 5 Punkte und da 25 Punkte. Wird's bald. Und wieder Punkte, knacken unseren alten Rekord. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe doch sehr. Ja, wir haben es geschafft. 670 Punkte. Damit liegen wir auf dem zweiten Rang. Haben die Helena immer noch nicht eingeholt. Aber wir sind jetzt schon dreimal in den Highscore vertreten. Und damit würde ich sagen, war's das von unserer Runde Moorhuhn. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich bin in dieser etwas lauter, aber das liegt daran, dass die Ingame-Sounds etwas lauter sind. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Vielleicht wieder zu einer Moorhuhn-Version. Vielleicht aber auch zu einem anderen Spiel. Schreibt mir auch einfach mal in die Kommentare,
welche Spiele ich denn mal so spielen soll. Und die Musik ist bei der Verabschiedung immer der Hammer. Wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Ciao.